Nahroboter haben mehrere Sensoren, mit denen man Aktionen auslösen kann. Schauen wir uns das einmal von Kopf bis Fuß bei unserem Nahroboter Mickey an und lösen durch Berührung jeweils eine gesprochene Aktion aus. Beginnen wir mit dem Kopf. Der Kopf ist in drei Bereiche unterteilt. In den vorderen Bereich. Das ist der vordere Teil meines Kopfes. In den mittleren Bereich. Das ist der mittlere Teil meines Kopfes. Und in den Hinterkopfbereich. Das ist der hintere Teil meines Kopfes. An den Händen kann man über die Handrücken Aktionen auslösen. Das ist meine rechte Hand. Das ist meine linke Hand. Und an den Füßen hat Mickey wie jeder Nahroboter jeweils einen Bumper, den man von vorn berühren kann. Das ist mein rechter Fuß. Das ist mein linker Fuß. Die Aktionen, die bei Berührung eines Sensors ausgelöst werden, sind frei programmierbar. So kann man per Fußbumper eine Armbewegung auslösen. Ich hebe einen Arm hoch. Oder man kann bei Berührung des Hinterkopfes veranlassen, dass der Roboter sich hinsetzt. Ich setze mich hin.